Hallo und herzlich willkommen natürlich draußen. Wir sind heute wieder auf dem Elsterperlenweg unterwegs, Etappe 5. Heute führt uns der Weg von Berga nach Neumühle. Sag auch mal Hallo. Hallo. Da ist er. Der Weg hat heute etwa 10 Kilometer und es sind 300 Höhenmeter zu überwinden, plus minus irgendwas 20. Also wenn ihr Lust habt, dann kommt wieder mit. Es wird bestimmt wieder eine schöne Tour. Dieser kleine wildromantische Fluss hier, das ist die Kulmitsch. Diese fünfte Etappe führt uns so ein bisschen über offeneres Gelände als die letzten Etappen. Ist aber auch ganz schön, vor allen Dingen die Frühlingswiesen mit dem Löwenzahn sind schön anzusehen. Ihr seht es vielleicht, man hat schon eine ganz gute Aussicht nach dort hinten. Man führt uns hier wieder schön den Berg hoch, wie das halt so ist. Und hier vorne scheint so eine Hügelkuppe zu sein. Wir hoffen natürlich auf eine schöne Aussicht. Na, haben wir zu viel versprochen? Also über die Aussicht kann man auf jeden Fall nicht klagen hier. Nach diesem wunderschönen Berg mit diesen tollen Aussichten kommen wir jetzt wieder ins Tal und in den Wald hinein. Okay. Muss man erst noch drauf klarkommen. Hier gibt noch für die Kinder was zu entdecken, den Naturlehrpfad Waldmaus. Tell me that you're ready to go. I'll be
Wir sind gerade am heiteren Blick angekommen und im wahrsten Sinne des Wortes hat man hier im Hintergrund einen richtig schönen Ausblick. Man sieht auch die Weiße Elster. Der nächste kleine Aussichtspunkt, nur ein paar Meter entfernt, ist das Weiße Kreuz. Hier hat man auch noch mal einen schönen Blick aus einer etwas anderen Perspektive. Auf die letzten 1,6 Kilometer wird es doch tatsächlich noch mal pfadlastig. Die fünfte Etappe des Elsterperlenwegs hat uns jetzt nicht ganz so gut gefallen. Es führte zwar meistens über diese Ebenen und man hatte schöne Ausblicke, aber im Großen und Ganzen war die Wegführung einfach nicht so spektakulär wie die letzte Etappe. Die vierte Etappe war bis jetzt wirklich die mit Abstand schönste Etappe von allen. Diese Etappe führte uns mehr über breitere Wege und es waren einfach auch nicht so die Highlights dabei. Jetzt oben diese Aussichten hier. Oberhalb von Neumühle waren jetzt noch mal ganz schön, aber so insgesamt waren einfach nicht so viele Highlights dabei wie in der letzten Etappe. So, liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like und ein Abo da. Drückt die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Und kommentiert ganz gerne auch. Genau. Wir sehen uns. Und wo? Natürlich draußen.